Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grow, Song of the Evertree. So, wir sollten diesem kleinen haarigen Kerlchen folgen, dem Immerling, steht da oben auch. Jetzt beeile dich und folge dem Immerling, das machen wir jetzt auch zugleich. Los geht's. Ach ja, stimmt. Nee, ich musste nicht springen. Sehr schön. Ich muss sagen, die erste Folge hat mir nach wie vor sehr gut gefallen. Der erste Einblick ist wirklich sehr schön. Was ist denn hier los? Hilfsbereiter Immerling. Wow, du bist mir tatsächlich durch das Portal gefolgt. Puh, ich bin froh. Ich habe außerdem den Text weitergedrückt. Ich bin doof. Oh, aber wo bleiben meine Manieren? Willkommen in wo auch immer, Baumpfleger. Okay. Willkommen in wo auch immer. Heißt das jetzt hier so oder hat das noch keinen Namen? Ich bin ein Baumpfleger auf jeden Fall. Häuptling, der älteste und vermutlich weiseste von uns Immerlingen, würde dich wirklich gerne treffen. Du kannst Häuptling in der Mitte des Dorfes finden. Folge dem Pfad. Dann scharf links, geradeaus und dann ein bisschen nach rechts. Und schon bist du da. Wenn du dich verläufst, folge einfach dem großen, hellen, leuchtenden Lichtstrahl. Dikada. Okay. Dann los geht's. Der Sound scheint soweit okay zu sein. Hui! Ah, hier kann ich auch durch. Konnte ich durchswitchen. Wow. Wir gucken mal ganz kurz. Was ist denn das hier? Ach, also Yumi, ich bitte dich nicht um viel. Aber ich bestehe darauf, dass du dich, um meinetwillen, sofort mit diesen Tierchen anfreundest. Bitte, schau sie dir doch an. Das süßeste Näschen. Ach, mach was auch immer notwendig ist, Yumi. Übrigens, weil es auch einige nicht ganz verstanden haben, ich habe auch im Livestream ganz kurz euch auch das Spiel mal gezeigt, also meinen Twitch-Zuschauern. Ja, ich streame auch auf Twitch, guckt gerne mal vorbei. Einige haben dieses Diarrhea-Ding nicht ganz verstanden. Diarrhea ist Englisch. Das nächste deutsche Wort dafür ist vielleicht Diarrhoe und das geht so in Richtung Durchfall. Und deswegen war es so lustig und deswegen möchte ich sie nicht Diarrhea nennen, weil das halt eben dann Durchfall heißen möchte, würde. Und das ist natürlich nicht so gut, deswegen nenne ich sie Diarrhea. Nochmal ganz kurz zur Erklärung, weil einige hatten es nicht verstanden. So, wenn es uns mag, könnt ihr mir vielleicht ein Foto von ihm machen. Und dann kann ich dieses Foto in ein spezielles Geheimalbum packen. Nur für mich allein. Aber sieht es nicht so aus, als würde es etwas von dir wollen? Lass uns diesen Baby-Bubu geben, was auch immer es möchte. Achso, es ist so an dem Baby-Bubu. Okay. Damit wir sein Vertrauen gewinnen. Okay, es ist echt klein. Versuche zu erraten, welche Aktion das Tierchen von dir erwartet. Wenn du mehrere Tage lang genügend richtige Aktionen ausführst, wird es mein... unser Freund. Hast du schon Häuptling getroffen? Vielleicht verfügt er über grenzenloses, uraltes Wissen. Was ist das jetzt hier? Interagieren. Versuche zu erraten, welche Aktion das Tierchen von dir erwartet. Ja. Was möchtest du tun? Bauchstreicheln. Bauchstreicheln geht auch immer. Jetzt will ich es, glaube ich, spielen. Was möchtest du tun? Spielen. Ich glaube, es mag uns. Will es immer noch spielen? Ich glaube, es möchte immer noch spielen. Und jetzt, ich glaube, jetzt müssen wir bis morgen warten. Ja, ja, wir gehen auch schon noch zu Häuptling. Erstmal, Belly Rubby. Schön Bäuchlein reiben. Ja, fein. So, ich möchte noch ein Belly Rubby. Ja, das hat mein Hund, der Kyoto, auch ganz gerne. Der steht richtig auf Belly Rubbies. Da schmeißt sich manchmal auf mich drauf und dann dreht er sich auf den Rücken und dann streckt er alles von sich und dann so, jo, streichle mal mein Bäuschlein. Das kann er gut. Ah, hier ist ja noch ein dritter. So, was möchtest du tun? Spielen. Dann möchtest du direkt spielen hier. Ja, ein feiner Junge bist du. Und jetzt möchte er Belly Rubbies. Oh. Ah, ja, ja, ich habe den Häuptling noch nicht getroffen. Ich muss noch mit den kleinen Kärchen hier spielen. Das ist wichtig. Diarrhea.
So, geradeaus den Hauptweg folgen und dann scharf links. Ja, das sieht gut aus. Das nehmen wir mal. Ich wusste gar nicht, dass sie auch reden können. So. Ich kann ihn gar nicht sehen. Ich bin selbst im Weg. So, Baumpfleger, du bist hier. Es ist so lange her, seit uns ein Großling hier in wo auch immer besucht hat. Wie auch immer. Es war der Wimmerbaum, ja. Es war der Immerbaum, der uns zurück nach Alaria gerufen hat. Wir haben sein Flüstern gehört. Er sagte, in den Herzen seiner Kinder wüchse noch immer die Hoffnung heran. Und hier bist du. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du immer zu mir kommen. Baumpfleger, Kinder, Großlinge? Na, Großlinge sind vermutlich mir, wenn das die Kleinen, die Immerlinge sind. Wo auch immer. Wo auch immer ist unser Zuhause. Es kommt tatsächlich mit uns, wo auch immer wir hinwollen. Deshalb konnten wir auch fortgehen, als die Dürre die Oberhand gewann. Und als der Immerbaum uns zurückrief, bat er uns, dir zu helfen. Wir sind erfinderisch, weißt du? Wir haben findige kleine Hände und bauen gute Werkzeuge. Vor langer Zeit halfen wir eurem Volk, seine Heimat unter dem Baum zu errichten. Aber es ist lange her, seit wir zusammengearbeitet haben. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du immer zu mir kommen. Okay. Kinder? Für den Immerbaum seid ihr die Kinder des Liedes. Wir wissen noch, wie die Kinder zum ersten Mal nach Alaria kamen. Ach, der Immerbaum war hocherfreut darüber, dass sein Lied gehört wurde. In diesen Tagen führten unsere Völker eine hervorragende Beziehung. Wir lebten zusammen in Harmonie. Wir teilten mit ihnen, was sie brauchten. Wir halfen ihnen, das Fundament ihrer Stadt zu errichten. Doch als sie lernten, das Lied zu beben, besuchten sie uns immer weniger. Mit der Zeit wandten sich die Kinder des Liedes mehr und mehr der Alchemie zu. Das Lied versorgte sie und sie gediehen immer mehr. Doch je öfter sie das Lied benutzten, desto stärker veränderte es sich. Im Laufe der Zeit wandelte sich die Harmonie in Zwietracht. Das klingt aber nicht gut. Solange du hier bist, könnten dich einige meiner Immerlinge um Hilfe bitten. Viele haben vorher noch nie einen Großling gesehen. Also bitte sei nett zu ihnen, wenn es geht. Doch bevor du gehst, nimm bitte diese Werkzeuge. Wir schenken sie dir. Das ist unsere Art, dich auf deiner Reise zu unterstützen, Baumpfleger. Einen Kescher, ein sanftes Werkzeug zum Fangen von Käfern. Tut den Käfern garantiert nicht weh. Und eine Angel, ein spaßiges Werkzeug zum Angeln. Tut den Fischen allerdings doch ein bisschen weh. Also, das habe ich jetzt gesagt. Fischerling verbringt die Zeit an der Spitze des Wasserfalls. Das sieht ja ulkig aus. Okay. Fangling steht entnervt im Hain. Okay. Farmling schlummert auf der Wiese. Giesling wartet im Melonenfeld um Hilfe. Auf Hilfe, vielleicht auch um Hilfe. Und Broling. Was ist denn Broling? Ach, der Brot oder was? Lässt seine Muskeln auf dem Hügel spielen. Hackling bereitet in der Nähe des Pilzbeets eine Suppe zu. Zum Schluss ist er noch Kinderling, der in der letzten Zeit sehr erschöpft scheint. Aber nicht sagen will, warum. Vielleicht hilft es, mit einem Außenstehenden zu reden. Sprich mit ihnen. Okay. Eins Angel und eins Kescher. Bereit zum Einfordern. Sprich mit Häuptling. Okay, das haben wir jetzt schon geschafft. Bist du bereit? Kehre zum Portal zurück. Okay, wir sollen ja jetzt hier mit den einzelnen Leuten reden. Hi. Du? Warum wollen mich immer alle streicheln? Ist es wegen meinem fluffigen, bauschigen Schweif? Ich weiß es nicht. Hier leuchtet was? Ich glaube, da gehen wir mal hin. Hallo. Oh, das kann ich wohl gießen. Aber erstmal reden wir mit dem Immerling hier.
Edler Giesling. Ach, das gibt hier bald eine kleine Katastrophe, wenn mir nicht schnell jemand hilft. Oh, diese traurigen, staubigen Melone, die in der heißen Sonne vertrocknen. Wie kann man ihnen noch helfen? Sie brauchen bald Wasser. Oder sie werden zu, was auch immer, die Rosinenversion von einer Wassermelone ist. Gibt es Wassermelonenrosinen? Ich schätze, wir werden es bald herausfinden. Außer natürlich, jemand hier hat ein heldenhaftes Herz und eine funktionierende Gießkanne. Vielleicht jemand wie du? Also, Großling, was sagst du? Bist du der Held, auf den diese Melonen gewartet haben? Ich bin Giesling. Feuchtigkeit ist mein Ding. Wir dürfen uns unser Ding nicht immer aussuchen. Naja, darf ich dir die Hand schütteln? Nein? Okay, verstehe. Es ist ein einsamer Job, der nasse Immerling zu sein. Niemand lässt dich je sein Wildleder anfassen. Oder leiht dir ein Buch. Oder teilt eine Tüte Kartoffelchips mit dir. Ach, aber ich habe eine Pflicht zu erfüllen. Verdammt. Und das werde ich auch. Ich meine, sieh dir diese arm ausgetrockneten Melonen an. Ich kann sie gerade nicht einmal Wassermelonen nennen. Sie haben ja gar nicht genug Wasser dafür. Es sind wasserlose Melonen. Offensichtlich ist es die Aufgabe von mir, Giesling, den nassen Immerling, sie zu wässern. Aber es gibt da ein Problem. Sie sind einfach zu durstig und meine Immerling-Gießkanne kann gar nicht genug gießen, um ihren Durst zu stillen. Ach, aber jetzt sehe ich dich hier mit dieser großen Großling-Gießkanne und ich habe das Gefühl, dass sie vielleicht das Zeug dazu hat, diese Arbeit zu erledigen. Also, nimm deine Gießkanne und gib diesen trockenen Melonen eine erfrischende Dusche. Schenk ihnen einen Regenguss. Lass den nassen Segen auf das Feld plätschern. Okay. Benutze deine Gießkanne. Was ist denn hier los? Was teleportierst denn du hier so umher? Was willst du? Dann will mich vermutlich weiterbringen. Aber erstmal muss ich hier alles gießen. So. Ich gieße und ich gieße. Und oh, sie werden immer dicker, oder? Ja. Oh. Boing. Was im Namen des Immerbaums ist hier passiert? Diese armen Wassermelonen, sie sind geplatzt wie überfüllte Wasserbomben. Ich glaube nicht, dass das jemand hätte vorhersehen können. Naja, bis auf Wahrsagling vielleicht. Nun, Großling, es tut mir leid, aber deine Gießkanne ist einfach zu nass für eine Immerlingenpflanze. Vielleicht gießt du mit dem Ding lieber ein paar Pflanzen in Großlinggröße. Hier bist du nur eine nasse Gefahr. Du machst dich lieber für eine Weile aus dem Staub. Ich brauche etwas Zeit, um mir eine Ausrede für Wassermelonen-Besitzerling auszudenken. Es gibt doch einen Wassermelonen-Besitzerling, was? Okay. Ich habe eine Brille bekommen. Eine stylische Brille, weil ich eine Wassermelone habe zum Platzen bringen lassen. Toll. Was ist hier? Was geht hier ab? Kann ich hier rein? Oh. Oh. Cool. Oh, hier gibt's Fische. Oh, die sind alle weggeschwommen. Aber dann müssen wir vermutlich zum Fischerling. Der erklärt uns da bestimmt noch einiges mehr. Gut, kann ich hier auch so... Ist das so... Wie Open World ist das hier? Oh, die rennen... Ach, die kann ich ja fangen, ne? Oh, krasser Shit. Okay, hier ist auch schon das Meer. Okay. Gut, dann gehe ich mal zum nächsten Lichtstrahl. Mal sehen, was mir da erklärt wird. Geht mal weg, ihr kleinen Pupsis. Das hier ist... Ah, mehr Farmarbeit. Sehr gut. So, dann erzähl mal, mein Süßer. Vielleicht können wir dem ja helfen. Huch, ein Großling? Träum ich? Bist du mit Karamell gefüllt? Nein? Das ist enttäuschend. Das heißt wohl, dass ich weiterhin auf dem Feld arbeiten muss. Oh, muss ich. Sieh dir mal all das lange Gras an. Grauenhaftes Zeug. Hey, kannst du mit deiner Sichel umgehen? Ich habe nämlich eine Menge Arbeit zu erledigen, auf die ich heute gar keine Lust habe. Was sagst du, Großling? Ja, wir helfen. Okay, danke. Ich bin Farmling und Landwirtschaft ist mein Ding. Was ich am meisten an der Landwirtschaft mag, ist das Sehen. Sehen macht Spaß. Samen pflanzen? Ein reines Vergnügen. Aber das Ernten ist das Schlimmste.
Wieso habe ich mir die Mühe gemacht, die ganzen Samen einzugraben? Wenn das ganze Gras danach wieder aus dem Boden rauskommt, weißt du? Ach, ich würde viel lieber gar nichts tun. Aber ich schätze, ich sollte irgendetwas tun. Irgendwas mit all diesen Immerlingfutter anstellen. Zum einen ist es wirklich schwer, mehr grasam auszusehen, wenn da schon große Grasbüschel im Weg sind. Ich schätze, wenn ich ein paar Bündel Futter fertig habe, kann ich sie Milchling geben. Und dann habe ich endlich Ruhe. Ach, die Immerkühe brauchen ihr Futter. Farmling, bäh, bäh, bäh. Ja, Futter für die Immerkühe. Buhuhu. So ungefähr klingt Milchling. Aber was sagst du? Kannst du dieses Futter für mich abernten? Benutze deine Sichel, um das lange Gras zu schneiden und bring mir dann ein Bündel Futter. Dann kann ich endlich weiter faulenzen. Okay, ich hoffe, das klappt diesmal. Wunderbar, danke. Du bist ziemlich geschickt mit der Sichel. Jetzt, da du geerntet hast, was ich gesät habe, kann ich weitersehen. Oder einfach weiterhin nicht ernten. Was? Ja, so oder so. Habe ich endlich wieder etwas Freizeit. Vielen Dank, Großling. Bitteschön. Weiße Kontaktlinsen. Cool. Bekomme ich irgendwas, wenn ich das ernte? Nee, hä? Gar nichts. Das bringt nichts. Okay, wo ist denn der nächste Punkt, wo ich hin könnte? Wir können ja mal hier so eine große Runde im Kreis laufen. Was ist denn das hier? Arbeit suchen. Okay, da hinten irgendwo ist Arbeit, verstehe. Oh, da können wir auch hochlaufen. Am liebsten würde ich mich schon überall umsehen, aber ich glaube, das ist keine so gute Idee. Hier sind dicke Pilze. Und das ist ein wieder... Ah, das ist, glaube ich, das eingängige Warp-Portal. Ob man die Pilze ernten kann? Na, gucken wir erstmal. Ich mache erstmal das, was von mir verlangt wird. Was? Kreativ irgendwie tätig werden? Nee, nee, nee. Wir müssen erstmal hier machen, was das Spiel will. Hui. So, na dann. Wenn du wo auch immer erforscht hast, solltest du zu deinen Aufgaben in Immerbaum zurückkehren. Der Baum würde es so wollen. Okay, Häuptling, dankeschön. Aber später nicht fertig. War nicht jetzt hier noch was? Kann. Ah, du bist. Du bist der genervte Fangling, hä? Wie groß du bist. Du musst die Person sein, nach der ich suche. Also, Großling, was hältst du davon, Gebrauch von deinen gigantischen Armen zu machen? Okay. Ich bin Fangling. Und Kescher sind mein Ding. Ach, als ich das Tor zum Immerbaum öffnete, flog ein ganzer Schwarm Insekten heraus und landete in diesen Obstgarten. Ich sollte sie fangen und sie von hier wegbringen, aber... Naja... Es ist so peinlich. Ich bin zu klein, okay? Ich kann eure gigantischen großen Käfer nicht mit meinem Kescher festhalten. Ich sehe, du hast einen Kescher. Wenn du einen Käfer für mich fangen kannst, kann ich ihn vielleicht zusammen zähmen und den Schwarm von hier wegführen. Halt deinen Kescher von Anfang an bereit. Schleich dich mit erhobenen Kescher an sie heran und dann bam! Auf sie mit Gebrüll. Okay, wir sollen einen... Na, wo ist die Keschere? Da. Da ist was Dickes. Gibt mir Animal Crossing Vibes. Larve der Fülle. Insekt. Es kribbelt und krabbelt. Na dann... Ich habe was gefangen. Mal sehen, was du gefangen hast. Ah, so zappelig. Ja, ja, das ist ein Insekt. Jawohl. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich es zähme. Nun, du warst mir eine große Hilfe. Sorge dafür, dass du diesen Kescher behältst. Wenn die Insekten auf der anderen Seite des Immerbaumtores alle so sind, wirst du ihn brauchen. Cool. Okay, wo ist der nächste Ort? Da vielleicht? Nein, da. Wir gehen da hin. Wir machen eine schöne große Runde im Kreis. Oh, hier ist ein kleines... Oh, die haben so kleine Mini-Häuschen. Voll cute. Kann ich hier so hochspringen? Oh, voll abgekürzt. Hui! Hallo?
Hier ist wohl was schlagen, nehme ich an. Aber erstmal rede ich mit dir. Oh, das ist ja cool. Scharfe Brille, Boy. Wer hat die Muckis? Mich, Broling, den Stärksten in ganz wo auch immer herauszufordern. Wie wäre es mit dir, Winzling? Hey, der kümmerliche Großling beißt an. Ich sehe den Hammer in deinem Werkzeugkasten, aber ich bezweifle, dass du mit ihm umgehen kannst. Und ich bezweifle vor allem, dass die Delta-Muskeln eines Bücherwurms wie dir definiert genug sind, ihm besser zu schwingen als eine pure Muskelmaschine, wie ich es bin. Was sagst du, Streberling? Bist du bereit, dich der Herausforderung zu stellen? Habe ich endlich einen neuen Kontrahenten? Ha! Das werden wir noch sehen. Ich bin Broling und stahlharte Muskeln sind mein Ding. Sieh dir meinen prallen Bizeps an, Weichei. Ich bin in der besten Form meines Lebens. Es gibt keinen einzigen Immerling, der es auch nur annähernd mit dieser bebenden Masse an Muskeln aufnehmen könnte. Und glaub mir, sie haben es versucht. Ich habe sie alle bezwungen, gegen mich anzutreten, denn so überleben die Starken. Naja, jetzt bist du dran, neben mir zu ablassen. Flasche, nimm diesen Hammer, den du bestimmt kaum heben kannst. Und versuche dich an diesem Felsbrocken da drüben. Und dann, wenn du nicht einmal einen Kratzer hineinschlägst, werde ich dich mit Hilfe meiner perfekten, definierten Bauchmuskeln brüllend auslachen. Okay, Bro. Okay. Bitte was? Okay. Nun gut. Ich verstehe. Hast den Felsbrocken zu schlagen, hm? Du hast mir definitiv gezeigt, wer der Boss ist. Vince, ich meine Großling. Wie wäre es, wenn ich dir unauffällig einen Preis gebe und wir nie wieder davon sprechen? Und vielleicht fange ich an, mich von jetzt an den stärksten Immerling in wo auch immer zu nennen. Ja, gut. Dann auf Nimmerwiedersehen. Bitte sag niemandem etwas davon. Bis dann. Schicke Brille. Sexy. So, und weiter geht's. Was ist denn hier los? Hier angeln wir bestimmt, oder? Hi. Na sieh mal an, was die Flut hier angespült hat. Ahoi. Ich bin der Großling. Du bist der Großling, der den Baum dient. Hab mich nie viel um Bäume geschert. Ich selbst bin eher so der Gewässertyp. Ich bin Fischerling, weißt du? Ich fisch und Fischen sind mein Ding. Ich bin der beste Fischer diesseits des Meeres und immer gewillt, es zu beweisen. Was sagst du, Großling? Lust auf einen kleinen, freundlichen Wettkampf? Kannst den Ködern nicht widerstehen, was, Landratte? Kann ich dir auch nicht verdenken. Wie wäre es damit? Sehen wir, wer zuerst einen mächtigen Fang landen kann? Ach, du hast eine Angel, oder? Du wärst kein guter Angler, wenn du keine hättest. Und weil ich heute großzügig bin, gebe ich dir einen kleinen Angler-Tipp. Die Fische werden kämpfen, wenn du sie an der Angel hast. Also pass auf, dass du die Angel immer in die richtige Richtung ziehst. Dann sehen wir mal. Der Wind weht von Osten und es ist nach 4 Uhr morgens. Also sind lebende Köder zu empfehlen. Bist du noch da? Versuche, einen Fisch zu fangen. Okay. Müssen dafür auch Fische vorhanden sein? Frage für einen Freund. Oder reicht einfach random ein Gewässer? Guck mal. Ah, da ist schon einer. Da, vielleicht hatte ich ein bisschen näher vom Fisch was aus. Oder? Hier, guck mal, was da ist. Ja. Okay. Die Prasse der Gelassen. Prasse der Gelassen? In den Rucksack. Hey, ich habe jetzt geangelt. Warte, bist du schon fertig?
Aber, ich habe noch gar nichts gefangen. Wieso bin ich so schlecht darin? Ach, ich trage das Wort Fisch in meinem Namen. Ach, diese Runde geht an dich, Großling. Ich vermute, alle folgenden Runden auch. Er hat so eine coole Mütze. Die finde ich echt nice. Ich hoffe, deine Angel betrügt dich nie so, wie es meine getan hat. Okay, eine Schwimmbrille. Funky. So, okay, da hinten ist noch was. Und da hinten aber auch. Da habe ich einiges übersehen. Da gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Hui. Ist das überhaupt richtig? Kann sein. Oh. Ich glaube, ich muss in den Berg hinein. Oh, was ist denn das hier? Was gibt's hier denn? Gibt's hier was kostenlos? Hi. Meine Güte, Wahrsagerling hat wahr gesagt, dass das passieren würde. Okay. Hi. Ich kann Hacklingspilzsuppe von hier aus riechen. Lecker. Okay, ich nehme an, wir müssen hier in diesen Berg rein. Gucken wir mal hier runter. Und dann wagen wir den Sprung. Denke ich mal. Gucken wir mal, wo es hier reingeht. Da, das sieht gut aus. Das nehmen wir mal. Da. Hey. Hi. Oh nein, so geht das gar nicht. Oh, hallo. Komische Frage. Du hast nicht zufällig unfassbar gut mit einer... du kannst zufälligerweise nicht unfassbar gut mit einer Axt umgehen, oder? Ich brauche nämlich jemanden, der das kann. Und ich bin verzweifelt. Verzweifelt genug, dass ich dich nicht fragen werde, warum du einfach so eine Axt mit dir herumträgst. Oder warum du damit so gut umgehen kannst. Also, was sagst du, Großling? Wirst du deine Axt für etwas Gutes verwenden? Großartig, ich bin Hackling. Und das Hacken ist mein Ding. Aber, um das klarzustellen, normalerweise hacke ich nur kleine Dinge. Völlig ungefährlich. Ich kann verstehen, dass Hackling als Name etwas erschreckend klingen könnte. Aber wie auch immer. Ich habe folgendes Problem. Dieses Pilzfeld ist einfach hier gewachsen. Mit all seinen lecker aussehenden Pilzen. Also dachte ich mir, Suppe, richtig? Richtig. Aber was auch immer ich so schnell hat sie etwas zu groß für meine kleine Immerlingen-Axt gemacht. Ah, kannst du das glauben? Ach, aber hier bist du. Ein wandernder Riese mit einer Axt. Und hey, ich verurteile niemanden, besonders nicht, wenn es bedeutet, dass ich an meine Pilze komme. Versetz ihnen einfach einen guten Schlag. Vielleicht fällst du einen und bringst mir seine leckeren Stücke, damit ich sie noch kleiner hacken kann. Leg dich richtig ins Zeug. Bau all die aufgestaute Aggression auf ihre Art und Weise ab. Hack, hack! Okay, das ist nicht verstörend oder so. So, wo ist denn ja hier die hier? Hey, du hast es geschafft. Nicht, dass ich hier an dir gezweifelt hätte. Mein axtschwingender Freund. Haha. Ach, du hast ziemlich gute Holzfällerfertigkeiten bewiesen. Und das heißt schon etwas, wenn es von jemandem kommt, der das Wort Hacken im Namen hat. Okay. Ich meine, ich bin vielleicht Hackling. Und Hacken kann ich alle Male, aber du bist auch nicht übel. Oh, mir sagen alle, wie toll ich bin. Das höre ich aber gerne. Okay, ich habe eine futuristische Brille bekommen. Toll. Gut, jetzt... Ich glaube, der letzte Schweif am Horizont ist dieser. Vor uns gerannt. Was? So, hier. Was geht? Was bist du denn für einer? Kinderling. Ach, ich habe unglaublich frustrierende Neuigkeiten, Großling. Die Immerkinder... Meine einstigen Schützlinge sind ausgebüxt. Nicht nur aus dem Kindergarten, sondern aus wo auch immer. Ich habe ihnen beigebracht, wie man durch den Raum springt, verstehst du? Jeder Immerling muss das lernen. Aber plötzlich, puff,
Und schon waren sie über alle Berge. Und damit meine ich wirklich alle Berge. Im Nachhinein ist es offensichtlich, dass so etwas passieren würde. Okay, okay. Jetzt bloß keine Panik. Ich sollte keine allzu großen Probleme bekommen. Aber was den Rest von uns betrifft... Sie können andere eine ganze Menge Ärger bereiten und... Okay. Bitte halt auf deinen Reisen nach den Immerkindern Ausschau. Sie sehen wie Immerlinge aus, sind aber kleiner und deutlich spitzbübischer. Solltest du welche finden, dann schick sie zu uns zurück. Du wirst nicht leer ausgehen, denke ich zumindest. Finde sie, finde diese Immerkinder. Großling, bitte! Okay. Sonst ein Glück. Sie können überall sein, na Torli. So, wie sieht's denn jetzt aus? Okay, Distrikte, Grotte des Alchemisten. Sonst irgendwas. Da geht's schon mal nicht weiter, da geht's weiter. Immerlinge. Oh, folge dem Immerling. Das haben wir abgeschlossen. Find mir heraus, was die Immerlinge zurück nach Alaria geführt hat. Warum? Die pure Essenz eines Objektes. Na gut. Was ist das? Sprich mit Häuptling. Das haben wir auch gemacht. Okay, Häuptling ist der weiseste aller Immerlinge. Du solltest mit ihm sprechen. Zwei Statuen. Na gut. Okay, oh. Helfende Hand. Oh, das haben wir jetzt auch geschafft. Wir haben allen geholfen. Und zwei Bänke dafür erhalten. Danke, Spiel. So, was ist das jetzt hier? Verlasse wo auch immer. Wenn du bereit bist, kehre zurück. Okay, was ist das? Im Herzen jung. Die Immerkinder erkunden draußen die Welt, obwohl sie eigentlich zu Hause den Erwachsenen helfen sollten. Schick sie sofort zurück nach Hause, wenn du sie siehst. Finde 0 von 1 Immerkinder. Okay. Ernte. Stopp Erntezeit. Bester Bergarbeiter. Abbaupunkte. Okay, Ernte Gegenstände. Hier ist auch noch nicht so viel. Was gibt's hier? Handwerkszeug. Ah. Obwohl sie simple, einfache Werkzeuge sind, spielen sie eine wichtige Rolle im Wiederaufbau dieser Welt. Pflege sie und pass auch gut auf sie auf, denn sie werden dir eine große, große Hilfe sein. Hängender Laternenmast. Wieder ein Deko-Gegenstand. Dankeschön. Gönne dir 10 Mützen Schlaf. Okay, vielleicht sollten wir noch eins dieser Kinder finden. Wäre das eine Option? Vielleicht ist ja hier eins versteckt, aber ich weiß nicht, wie ich die finden soll. Oder wir müssen uns wirklich irgendwo draußen machen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich hier drin direkt verstecken. Gut. Also, wir haben uns das Immerdorf einmal angeschaut. Und das wo auch immer Dorf. Wie auch immer, was auch immer. Alles klar, dann würde ich jetzt erstmal wieder zurückreisen und mal schauen, was meine Freunde noch zu sagen haben oder was ich zu erledigen habe, eher gesagt. Dann vielen Dank fürs Zusehen für heute und dann, ja, ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Yume, Let's Play It Grow, Song of the Evertree. Bye!